Hallo ihr Lieben, heute mache ich auch eine Kapuze, die zu schwer ist und am Hals drückt, einen Rollkragen. Ich entferne die Kapuze und schneide aus ihr einen Rollkragen zu. Vom Ergebnis bin ich begeistert. Trenne zuerst den Belag an dem hinteren Teil der Kapuze ab. Danach trenne Stich für Stich die gesamte Kapuze vom Pulli ab. Als nächstes löse das innere Futter von der Kapuze ab. Lege nun den Pulli in der Mitte zusammen, sodass sich die linke und rechte Schulternaht treffen. Messe mit einem Maßband den Halbumfang des Halsausschnitts. Dies macht bei meinem Pulli 27 cm. Dieses Maß wird mit dem Koeffizient von 0,8 für meinen Jersey-Stoff multipliziert. Dazu addiere ich als Nahtzugabe 2 cm und erhalte 24 cm. So lang muss ich meinen Kragen zuschneiden. Für die Kragenhöhe im fertigen Zustand wähle ich 6 bis 7 cm. Das mittlere Maß von 6,5 cm nehme ich mal 2. Dazu addiere ich noch 2 cm Nahtzugabe und erhalte 15 cm. Also muss ich meinen Zuschnitt für den Rollkragen 24 auf 15 cm betragen und besteht aus zwei gleichen Teilen. Die längere Seite muss die dehnbare sein. Ich falte nur die Kapuze rechts auf rechts in der Mitte zusammen und lege sie auf meinen Arbeitstisch. Zeichne das Rechteck mit Seiten 24 und 50 cm auf dem Stoff an. Die Kapuze stecke ich so zusammen, dass die Stoffschichten beim Schneiden nicht verrutschen. Danach schneide ich den Rollkragen zu. Die beiden kurzen Seiten schließe ich mit meiner Overlock-Maschine. Oder du kannst auf eine Nähmaschine mit einem elastischen Stich schließen. Klappe nun den Kragen in der Mitte links auf links. Zur Erleichterung nähe ich den Rand mit der Overlock-Nähmaschine zusammen. Lege jetzt die Kragennähte zusammen, um die vordere und hintere Mitte zu markieren. Das gleiche mache ich auch mit dem Pulli, um ebenfalls vordere und hintere Mitte zu markieren. Und dann zeichne nochmal die Mitte zwischen Markierungen an. Lege diesmal das Shirt mit der linken Seite nach oben. Schiebe den Kragen so rein, dass die rechten Seiten aufeinander liegen. Verbinde nur die Markierungen an der Seite des Pullis und die Nähte des Kragens. Verbinde dann die hintere und die vordere Mitte jeweils mit einem Clip.
Bringe noch einige Clips gleichmäßig dazwischen an. Dann nähe ich mit dem Overlock einmal um den Halsausschnitt. Bügele dann die Nacht nach innen um, das perfektioniert das Ergebnis. Fertig! Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.